Themen Dating, Beziehung, Liebe. Heute haben wir das Gute-Laune-Thema. Ist eine so eine On-Off-Beziehung noch zu retten? Aber heute habe ich auch mal Frage an euch. Also mich hat jetzt auch trotz einem geilen Leben irgendwie so ein Horror von Eigenbedarf, Hagelschäden. Also ich muss mich wohnlich neu aufstellen in Zukunft. Jetzt überlege ich, mache ich das wieder in Bayern? Gehe ich jetzt doch vielleicht doch ganz nach Berlin? Bin gespannt, was ihr dazu sagt. Vielleicht kennt ihr auch schöne Wohnung. Nein, Spaß, wird es wohl nicht so sein. Es ist ja gerade, der Wohnungsmarkt ist ja leergefegt. Das ist ja grauenvoll. Also, naja, okay, war jetzt auch. Wenn ihr was dazu zu sagen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich muss mich auf jeden Fall das Gefühl, ich bin an so einem Scheideweg und muss mich irgendwie komplett neu aufstellen, was das angeht. Naja, aber gut, kommen wir mal zu deinem Problem hier von Apnepschkula. Du kannst auch solche Fragen stellen über ein Formular auf liebeship.de. Und genau, es geht, ja, kann man so eine On-Off-Beziehung retten. Hallo Christian, mittlerweile so gehemmschied, dass ich dich fast schon höre, wenn ich mir selber die eine oder andere Frage stelle. Es hilft so ungemein, konsequent zu bleiben, das hätte ich ganz ehrlich nicht für möglich gehalten. Umso wichtiger ist mir deine Meinung zu diesem Thema oder dieser präzisen Frage. Denkst du, dass eine schwierige, auch teilweise On-Off-Beziehung, die aber nie im Dreieck war, die niemals aus mangelnden Gefühlen füreinander beendet wurde, sondern wo einfach zwei sehr sensible Menschen mit mehr oder weniger großen Bindungsangst einfach nicht weiterkam, es nach entsprechender Arbeit schaffen können? Ja, hier sind viele Mythen. Also also erstmal ist es jetzt überhaupt alles nicht kritisch gemeint. Ich weiß, wie sehr man so drin hängt in diesen On-Off-Beziehungen, wie sehr man Gefühle empfindet. Ich muss natürlich sagen, sorry, das soll jetzt nicht unromantisch rüberkommen. Gefühle werden natürlich sozusagen mit Raketenexplosionstreibstoff unterlegt. Wenn die Beziehung ständig in Frage steht, ne, dann gehen die Gefühle, also was sind Gefühle so, ne? Also sind Gefühle wirklich diese ruhigen Liebesgefühle? Will ich dir jetzt auch gar nicht absprechen, ne? Nicht, dass du mich jetzt hier falsch verstehst. Oder sind Gefühle dieses Versöhnungssex, bla bla bla, Kämpfen, Drama? Das ist halt die große Frage. Deswegen haben wir ja so viele Kurse, ne? Dramakurs, Bindungsangstkurs, Verlustangstkurs, um diese ganzen Sachen auseinanderzuzerren. Das soll euch wirklich helfen, wirklich fundierte Entscheidungen zu treffen. Und wenn man das alles sich erarbeitet, dann werdet ihr auch sehen, dass eben doch, dass man die Dinge ein bisschen anders sieht, ein bisschen nüchterner, sag ich mal so, ne? Und also ich glaube, das ist selten so, dass es so eine Königskindergeschichte ist. Ihr wollt ja so zusammenkommen und es geht nicht. Meistens, aber wir werden das hier mal weiter erforschen, sind es einfach Kompatibilitätsprobleme. Ne? Eigentlich sage ich ja immer, on-off heißt nicht kompatibel. Ne? Da muss jetzt auch keiner böse sein oder so, gar nicht. Ne? Ich erkläre ganz kurz, erster Anlauf online kennengelernt im Lockdown. Sehr gutes Schreiben, Telefonieren wegen Corona. Erst nach 10 Tagen erstes Treffen. Chemie war noch besser als virtuell gedacht. Es ging ganz normal weiter. Erster Kuss nach dem dritten Date. Indoor Olympics nach dem 6. Date, verbrachten gern viel Zeit zusammen, was aber nicht so gut möglich war wegen Corona, Kinder in Distanz. Ja, das ist auch, was ich immer sage, das kann natürlich, viele Paare sind in der Corona-Zeit zusammengekommen, alles wunderbar, aber das überdeckt natürlich unter Umständen Bindungsthemen, weil ihr konntet ja gar nicht so viel Zeit miteinander verbringen, ne? Ja, fällt mir jetzt gerade auch noch ein, nur mal so am Rande, dass ja Bachelorette, dass sie ja tatsächlich zusammen sind, der Finn und seine Süße. An dieser Stelle einfach nochmal herzlichen Glückwunsch den beiden. Fällt mir gerade deswegen ein, weil die dürfen sich ja nicht draußen zeigen nach der Show, bis die Wiedersehensshow war. Und die haben sich dann nicht dafür entschieden, dass sie sich gar nicht sehen, sondern dass sie einfach selber ihr einziehen für die Zeit. Fand ich irgendwie lustig. Finde ich eigentlich cool. Nach 2 Monaten hat er Mitte 40 mir Ende 30 seine Liebe gestanden, selber völlig perplex über die Tiefe seiner Gefühle. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich hör das einfach, das Drama raustriefen aus der E-Mail. Subtil, aber es trieft. Aber gut.
Nach knapp 3 Monaten, ich weiß, 100 Tage, hat er die Beziehung beendet. Da haben wir es, ich liebe dich so sehr, ich bin so fasziniert von der Tiefe meiner Gefühle, dass ich mich leider trennen muss. Leute, ihr könnt mir das 1000-mal schreiben, ich glaube, das ist ein Scheiß einfach nicht. Also wenn jemand wirklich verliebt ist, der trennt sich nicht. Das ist Quatsch. Wofür ist denn dieses Verlieben da, dass wir zusammenkommen? Hat sich die Natur ja auch was bei gedacht, so nicht, dass wir auseinandergehen, so, ne? Also mindestens ist das jemand, der hochambivalent ist, der macht ja auch Gefühle für dich haben, will ich gar nicht in Abrede stellen, aber wenn du Hals über Kopf verliebt bist, egal, Bindungsängstler, Verlustängstler, wenn du Hals über Kopf verliebt bist, verlässt du den Menschen nicht so, das machst du einfach nicht, ne? Also, ja, also für mich ist ja eigentlich Drop schon gelutscht, aber gut. Schauen wir uns das Elend mal weiter an. Weil ich angeblich nicht für ihn empfinden würde, wie er für mich. Ja, kann man sowas nicht im Gespräch lösen, muss man sich dann gleich trennen, wenn er da Zweifel hat. Also, gut, ich weiß ja jetzt, man ist natürlich so eine E-Mail, ist immer natürlich so ein ganz verschwommenes Bild von einer Beziehung. Wir wissen natürlich jetzt nicht, was alles genau war, aber schon seltsam. Das war sein Gefühl. Ich muss zugeben, dass ich selber von meinen Gefühlen so beeindruckt war und aus Angst meine Mauer nicht so schnell einreißen wollte. Ja, das sage ich ja auch. Obwohl nach 3 Monaten kann man natürlich schon, aber vielleicht hast du schon kommen sehen und sich deswegen auch ein bisschen geschützt. Jedenfalls Trennung, völliger Kontaktabbruch über 9 Monate. Ich war sehr unglücklich drüber. Mir wurde klar, dass ich womöglich einen Fehler beging und dass ich ambivalent kommuniziert und gehandelt habe. Ja, trotzdem ist er kommt ja, also er hat sich getrennt, er muss auf dich zukommen eigentlich, ne? Aber gut, vielleicht, wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, was ihr alles da gemacht habt, vielleicht ist es so, vielleicht hast du Fehler gemacht, wobei das hier überhaupt nicht aus der E-Mail hervorgeht, wo das sein sollte. Ich habe mir Hilfen genommen, um genauer zu schauen. Nachdem ich mir meine Hausaufgaben gemacht hatte, war mir absolut klar, habe ich ihn kontaktiert. Wollen wir nochmal sehen, ob diese Beginn-on-off-Beziehung stabil wird. Also meistens gehen zweite Runden, ich meine, wir machen das alle, ich würde nie jemanden verurteilen dafür. Also, aber zu 80-90%, 90 eher, gehen ja halt schief, ne? Weil die gleichen Probleme wieder auftauchen. Wir wollten immer noch zusammen sein und sind nach vorsichtigen, wie er zusammenfinden, wie er zusammengekommen. Er hat ganz klar Vertrauensprobleme aus seiner Bindungsangst raus, allerdings hat er Hilfe abgelehnt und glaubt, dass es an mir liegt. Aha, okay. Immer wieder würde ich ihn ja vielleicht doch nicht lieben. Ich hätte ja auch vorher lockere Beziehungen gehabt. Hatte ich nicht. Ja, also was sagt mir das? Er projiziert auf dich drauf. Vor allen Dingen projiziert er, das ist auch jetzt kein hochwertiger Mechanismus, sage ich mal, auf andere drauf zu projizieren. Also er hat sich doch getrennt, nicht du, ne? Und er trennt sich und das ist deine Schuld jetzt so, ne? Wobei du bist ja nicht fremdgegangen und so. Und jetzt unterschiebt er dir auch noch lockere Beziehungen, die du gar nicht hattest. Es folgte dann ja Beziehung, wo immer wieder Rückzug eher stattfand. Ja, wo bist du jetzt hier das Problem? Nach 12 Monaten konnten wir das beide nicht mehr. Es folgte erneut die endgültige Trennung. Wieder absolut kein Kontakt. Jeder hat seins gemacht. Ich wieder mit Hilfe, mit Sport, Meditation. Ich würde mal sagen, der Drops ist hier gelutscht. 2-mal krasses Off. Aber ich gucke mal in meinem Buch an. So, was haben wir hier? On-Off-Beziehung. Ne, warte mal, erstmal London. On-Off-Beziehung. Einmal Schluss, zweimal Schluss. Beide haben alles probiert. Das wird nichts mehr, glaube ich. ist einfach erfahrungswert. Ich weiß, wenn man da drin steckt. Ist ja auch egal, das ist Teil des Lebenswegs. Mach, wie du meinst. Deine Entscheidung, ne? Alles gut. Er hat sich wohl anderweitig vergnügt. Du arbeitest an dir. Ich sag's ja nur, ne? Er vergnügt sich anderweitig. Ich will's ja nur gesagt haben, ne? Ich
Also für mich wirkt es einfach so, dass er das nicht kann irgendwie, ne? Also, er hat sich anderweitig vergnügt, was ja auch erlaubt ist und ihm eigentlich gar nicht ähnlich sieht. Vielleicht, ich weiß gar nicht, ob du ihn überhaupt so richtig kennst. Er wollte einfach nicht mehr ständig an mich denken. Also jetzt ist es wieder, weil ich so verliebt war, musste ich andere durchvögeln und hatte ich mich trennen von dir, mich nie wieder melden und weil das alles, weil die Liebe so schlimm war. Ja, also weiß ich nicht, wo da jetzt dein Problem ist. Und es mag ja sein, dass das in seinem Kopf so ist, ne? Ich will das ihm jetzt gar nicht absprechen. Aber weist doch hin auf eine Menge Problemlagen, sag ich mal so, ne? Aber es gibt natürlich auch eine Problemlage bei dir, dass du ihn unbedingt weiter daten willst, ne? Und das muss jetzt auch gar nichts Großes sein. Also On-Off-Beziehungen machen einen zu Chunkies, ne? Also ich würde sowas aus heutiger Sicht nicht mehr machen. Es gibt so viele Männer, es gibt so viele Frauen, also ganz ehrlich, zumindest wenn man dann wieder aus irgendwelchen Gründen wieder in der Kiste landet, würde ich nicht denken, dass das irgendeine Bedeutung hat. So. So, er hat sich anderweitig vergnügt. Natürlich tat es dem Ego gut, wieder, also seinem Ego, wieder 10 Monate untereinander. Nun meldet er sich. Er bereut, Gefühle sind unverändert. Bei uns beiden, mir ist klar. Wir können nicht einfach wieder zurück in eine Beziehung springen. Denkst du, Paartherapie kann uns helfen, unsere Muster zu erkennen und ein neues Fundament aufzubauen? Niemand hat betrogen, niemand hat gelogen. Wir haben keine konkreten... Ja, ist die Frage, seid ihr kompatibel? Ne? Das habe ich schon verstanden. Das ist eine gute Mail. Ne? Keine konkreten grundsätzlichen Konflikte zu lösen, sondern wir haben diese Unsicherheiten, die sich zuspitzen. Wir haben beide Tendenz zu mauern. Ich bin da weiter, weil ich das schon angenommen habe. Ich werde zu 100% bereit, es nochmal zu versuchen. Ja, die Frage ist natürlich, ist da nicht vielleicht so ein bisschen passive Bindungsangst bei dir, dass du es so versuchst bei jemandem, der dich nicht richtig will? Das musst du unbedingt mal prüfen, so, ne? Ich bin mal so ein bisschen skeptisch, wenn jemand sagt, ich will es zu 100%, nachdem man wirklich schon viel schiefgelaufen ist. Da sollte doch eigentlich bei dir eine Ambivalenz sein, so, ne? Ich liebe diesen Mann und auch diese Paartherapie gemeinsam anzugehen. Ich weiß, dass du was du dann aufhältst. Danke für deine Einschätzung. Ja, also ihr macht, was ihr macht und das ist auch gut so. Und wenn, klar, würde ich auch sagen, ist eigentlich eine gute Idee mit Paartherapie. Ich sag ganz ehrlich, ich bin einfach nur ganz ehrlich, ich habe da auch keine Studien drüber gelesen. Ich kann nur sagen, aus meiner, ich habe mich wirklich, ich interessiere mich total für eine Off-Beziehung, wirklich. Und ich habe diverse, ich will es aber nicht sagen, dass ich beste Paartherapeut der Welt bin. Ich bin, glaube ich, echt ein ordentlicher Paartherapeut, aber ich habe mich wirklich viel Energie reingegeben in die Paartherapie von Non-Off-Beziehungen, weil ich das wirklich wissen wollte, so, ne, wirklich. Und ich bin zum Schluss gekommen, dass es, wenn der ungarische Außenminister mit der Schwester dritten Grades von der Verteidigungsministerin, wenn die was hatten und dass es dann mal einmal gut geht, ne? Will jetzt, wie gesagt, letzten Endes habe ich keine Glaskugel, aber ich würde die Chancen als sehr gering einschätzen und ich bin auch gespannt, wie das läuft. Ich schreib unbedingt nochmal. Könnte wetten, dass er nicht viel Arbeit reingibt in die Paartherapie. Dass es wieder total anstrengend wird, trotz Paartherapie. Und dass es wieder auseinanderfliegt, so. Und da musst du dich irgendwann mal fragen, wie viele Runden willst du davon denn machen? Wie viele Jahre deines Lebens? Ich meine, das ist dein Leben, wenn du sagst, hey, das fühlt sich total sinnvoll an und alles gut, bin ich der Letzte, der darüber urteilen dürfte, so, alles gut. Aber trotzdem frage ich dich, wie viele Jahre deines Lebens willst du damit zubringen? Ich habe ein paar Therapien gehabt, da waren die Leute, weiß nicht, 7, 8, weiß nicht, wie viele Jahre on-off. Das Gehirn gewöhnt sich da auch dran und sag ich mal, diesen Trigger zu setzen, so, jetzt trenne ich mich, das kommt immer schneller so, ne, jetzt, also, ich kann mir vorstellen, wenn ihr das weitermacht, dass die Frequenz zunimmt, ne, dass die Ons immer kürzer werden, Offs immer schneller eintreten, aber, mein Gott, wer bin ich, das ist das Leben, ne, sich auszuprobieren, also, ich glaube auch nicht, dass du, klar, du interessierst dich für meine Meinung, aber ich bin mir sicher, du machst, was du machst und das wird wahrscheinlich eine Paartherapie sein und why not, überzeuge mich gerne eines Besseren, dass es bei euch geklappt hat. Also schreibt mir unbedingt nochmal.
Aber bitte, bitte, bitte guck auch, pass auf dich auf und guck auch, warum du unbedingt jemand daten willst, zu sehen, das so schwierig ist. Wie gesagt, ich verstehe diesen ganzen Hype und es ist einfach sexy, so eine On-Off-Beziehung und immer wieder dieses Kämpfen. Weißt du, das ist auch so ein Muster, dass du immer um Liebe kämpfen musstest und so. Und ich sehe nur einen, der an sich arbeitet. Das sage ich auch ganz ehrlich, ne? Ja, was denkt ihr dazu? Falls ich zufällig fantastische, auch wenn wir gerne etwas größere Wohnungen kennt, im Süden oder in Berlin oder ich weiß nicht. Aber es ist auch so halb spaßig gemeint. Ich habe ja, es ist alles gut. Ich werde schon was finden. Aber ich muss mich irgendwie nochmal, weiß ich auch nicht. Gerade das ist gerade so mein Prozess. Ich habe das Gefühl, ich muss mich komplett neu orientieren. Wo will ich eigentlich meine Zeit verbringen? Klar, beruflich bin ich eh ganz viel in Hamburg und so. Aber ich bin gerade echt verpeilt. Wahrscheinlich bin ich zu viel durch die Gegend gereist. Keine Ahnung, dass ich selber nicht mehr so richtig weiß, was will ich eigentlich. Echt spannende Phase gerade bei mir. In diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.